So ist es leider bei mir manchmal. Ich mache halt mehr so die technischen Sachen und manchmal ist das halt nicht so spannend, denn ab und zu muss man ziemlich viel craften und auch langweilige Sachen craften. Also das ist ja alles nicht spannend, was ich gerade tue. Das ist sehr tragisch. So, Mirror, Redstone und Oakwood. So, Solar Panel. Gut, jetzt haben wir schon wieder 12. Das heißt, wir können schon wieder eine neue craften. Und draußen haben wir, glaube ich, 4. Vielleicht reicht es sogar noch für ein weiteres. Wenn wir draußen 4 haben, dann reicht es für ein weiteres. Wir haben 4. Großartig. 1, 2, 3, 4. Sehr gut, haben wir 16. Dann können wir nochmal 2 Mark 2 bauen. Sehr gut. Das gefällt dem Pesti. Gibt viele Sachen, die dem Pesti gefallen. Auch wenn es immer nur die kleinen Freuden sind, wie dass ich noch ein Solar Panel bauen kann. Aber die kleinen Freuden sind da. Und sie gehen einfach nicht weg. Sie kommen immer wieder. Ist doch eine feine Sache. So, dann können wir hier... Na komm schon. Bam. Und 2 Solar Panel Mark 2. Sehr schön. Damit haben wir jetzt schon mal deutlich mehr Strom. Wir haben jetzt nämlich 5 mal 16 Redstone Flux pro Tick. Und das sind schon über 64. Das sind nämlich 80. Ja, 80 Redstone Flux pro Tick erstellen wir jetzt mit diesen Solar Panel. Und das ist meiner Meinung nach relativ viel. Wir gucken mal, wie es unserem Energy Cube geht. Top, wir erzeugen mehr, als wir brauchen. Das ist sehr gut. Ich möchte trotzdem gerne Capacitor Banks bauen. Das, was ich eigentlich am liebsten hätte, ist so eine riesige Capacitor Bank. Einfach eine, die groß ist, weil ich viele Capacitor Banks zusammengeschlossen habe. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das funktioniert, aber so funktioniert das. Wenn man eine Capacitor Bank gebaut hat und sie neben eine andere stellt, dann mergen sie zusammen zu einer großen. Und dann teilen sie sich den Input und den Output und teilen sich auch den maximalen Speicher. Das heißt, sie werden immer größer und immer mächtiger, je mehr man zusammenfügt. Und das ist ziemlich cool. Und das gefällt mir eigentlich besser als diese Energy Cubes. Das ist ganz komisch. Sachen wie den Energy Cube und auch die Tubes habe ich immer wieder gebaut, weil ich sie eigentlich cool finde. Aber im Endeffekt bin ich doch immer wieder auf das gegangen, was ich kenne, weil es doch das Beste ist. Es ist ganz absurd, aber so ist es. So, und nochmal 16 Redstone Flux mehr. Das geht jetzt tatsächlich ziemlich fix voran. So, wir brauchen noch 2 Solar Panel Mark 2 und dann können wir ein einziges großes herstellen. Und das erstellt 64. Hä? Was? Ach, da braucht ihr nur 4 davon. Ich kann ihn ja schon längst herstellen. Okay. Dann brauchen wir noch 2 weitere, dann können wir 2 davon erstellen. Dann haben wir nämlich 128. Sehr schön. Das höchste erstellt 4000. Gut. Mehr als 4000 werde ich wahrscheinlich nie brauchen. Gut, wir gucken mal. Also ich will eigentlich nochmal 2 Mark 2 herstellen, dann können wir 4 Mark 3 herstellen. Das ist doch eine schöne Aussicht. So, die nehmen wir auch noch mit. Dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, wenn es jetzt an was mangelt an Redstone, nee, nicht mal das. Nicht mal an Redstone tut es mangeln. So und so, vielleicht an Holz. Sehr schön, nochmal 5, aber das reicht natürlich nicht. Wir brauchen nämlich nochmal 12. Ach, egal. Wir warten einfach mal ein bisschen, ne? Wir werden mal ein bisschen warten. Wir warten mal ein bisschen. Da können wir gleich unser Jetpack aufladen. Also, was ihr vielleicht schon gemerkt habt, was der hier an der Hydrogen speichern kann, ist viel weniger, als in das Jetpack reinpasst. Und wir könnten jetzt einen Tank bauen, einen Gas-Tank, in den Gas eingeführt wird. Und also das wäre praktisch wie eine große Batterie. Wir könnten Gas speichern und herstellen und wenn wir es brauchen, mit einem großen Schwung auffüllen. Wir werden sowieso eine Capacitor Bank brauchen, weil in dem Basic Energy Cube kann man keine Rüstung laden, oder? Doch, da. Plus und Minus. Doch, könnte man wahrscheinlich schon. Ich bin mir da nicht so sicher drüber. Ich will den Basic Energy Cube ja nicht verunglimpfen. Ich möchte ihn ja nicht in den Schmutz ziehen, aber ich bin der Meinung, er hat das einfach nicht so sehr drauf wie die Basic Capacitor Banks. Oder sowieso Capacitor Banks. Es gibt ja nicht nur Basic Capacitor Banks, sondern auch andere Capacitor Banks. So, ich sehe aber gerade, ich kann hier
Ja, genau. Ich kann noch einen Mark 2 herstellen. So. Wunderbar. Und dann brauche ich aber nochmal ziemlich viel Glas. Also wir stellen das erstmal nach draußen und wir lassen das jetzt arbeiten. So. Wunderbar. Ihr wirklich, ich habe einen Seed bekommen. Ich will den scheiß Seed nicht. So. Wir können ja mal gucken, bevor wir jetzt mit den Solar Panels weitermachen, können wir mal gucken, was eine Farm kostet. Die heißt AgriCraft Farming Station. Ah, Mist. Brauche ich unbedingt AgriCraft? Nee, oder? Das geht auch ohne. Okay, ich brauche eine Farming Station. Plants and harvests crops. Gut. Ist denn hier AgriCraft drin? Plastic plants are being removed in favor of oil. They only exist still to provide a smooth transition towards the oil system. Achso, das ist Pneumatic Craft. Okay. Also, das brauche ich. Electrical Steel. Ich brauche eine Diamond Hoe. Pulsating Crystals. Also, ich brauche definitiv Ender Pearls. Kann ich denn irgendwie einen Enderman spawnen? Enderman. Broken Spawner Enderman. Powered Spawner. Mob Enderman Dimlet. Es sieht nicht so aus, als ob ich Endermans bewusst spawnen lassen könnte. Sieht nicht so aus. 28, mehr Glas habe ich nicht. Mist, ich habe es wieder mal unterschätzt. Okay, was wir natürlich tun können, ist Cobblestone in den Pulverizer tun. Das hatte mir auch jemand gesagt. Hatte ich beim letzten Mal nicht gemacht, weil meine Stromsituation da noch nicht so brillant war. Wir gucken mal, ob Sand rauskommt. Jawohl, Sand kommt raus. Das ist gut, das kann erst einmal da ein bisschen Sand herstellen. Denn in der Zwischenzeit bauen wir noch ein paar Mirror. So. Und das reicht jetzt nicht ganz. Also da fehlt nicht viel. Wir müssen nochmal rausgehen, ein bisschen Holz holen. Jetzt müssen wir ja eigentlich wieder mehr sehen. Es ist Tag. Der Baum da ist noch lange nicht abgeholzt. Aber wie gesagt, beim letzten Mal habe ich einfach nichts gesehen. Es ist auch einfach dunkel hier unten. Klar, der Baum ist ja da drüber. Mann, ist hier viel Holz. Der hat ja richtige Wurzeln. Tolle Sache eigentlich. Ich finde es super, wenn die Bäume so ein bisschen in den Boden reingehen. Das vermittelt einfach ein Gefühl von Wurzel und von logische Welt. Finde ich gar nicht schlecht. So, und ich fürchte, so sehr wie ich mich an ein Jetpack gewöhne, werde ich es wahrscheinlich nie ausziehen. Also ich würde gerne meine Darksteel Chestplate mit einem Jetpack kombinieren. Aber das ist ein Ender-IO-Rüstung und ein Mechanism Jetpack. Also werde ich das wahrscheinlich nicht miteinander kombinieren können, sondern vielleicht mit einem anderen. So, wir gucken mal. Wie heißt denn die überhaupt? Dark Plate. So, die hat Empowered und Glider. Enables Gliding. Okay, aber es geht halt nicht mit einem Jetpack. Das ist unschön. Da kann ich Jump 3 machen. Increases Step and Jump Height. Allows Triple Jumps. Triple Jumps? Increases Movement Speed. Okay, also es könnte sein, dass ich ein Jetpack dann nicht mehr wirklich brauche. Dass ich dann so hohe Fähigkeiten habe, dass ich das nicht mehr wirklich benötige. Ich bin mir da nicht so sicher. So, hier haben wir 7. Das hat ja schon fast gereicht. Das heißt, wir brauchen nur noch 3. So. Achso, 9 brauchen wir. Ah, Mist, das hat jetzt nicht gereicht. Oh doch, natürlich hat es gereicht. Ach Gott, ich bin ein Idiot. Nach wie vor. So, Redstone Reception Coil, Solar Panel und Solar Panel Mark 2. Sehr schön. Jetzt. Na gut, wir stellen es erstmal noch dahin. Weil es wird jetzt nicht weniger Strom übertragen, als wenn ich es zusammenbaue. Aber trotzdem, wir wollen es zusammenbauen. Jetzt bauen wir das Solar Panel 3. Und dafür brauche ich erstmal Machine Frame Basic und 2 Leadstone Energy Cell Frames. Das heißt, wir brauchen Glas und Lead und Iron und Tin und Redstone. So, Glas haben wir jetzt gar nicht mehr so viel. Wir brauchen Tin und wir brauchen Lead. Okay, sollte aber eigentlich alles hinhauen. Nee, das wird nicht alles hinhauen, weil wir nicht genug Glas haben. Also, noch mehr Glas, bitteschön. Jetzt haben wir so viel Glas für die Solar Panel verbraucht, dass wir noch mehr Glas brauchen, um
ein Solar Panel zu bauen. Das war jetzt ein bisschen witzlos. Also, wir brauchen zwei Machine Frame Basic. Also erstmal zwei Tin Gears. Und zwei Basic Machine Frames. So, und jetzt brauchen wir zwei Leadstone Energy Cell Frames. Also zwei Block of Redstone. Und davon zwei. Okay, dafür reicht es jetzt nämlich nicht mehr. Weil wir nicht genug Glas haben. So. Aber das sollte jetzt eigentlich jeden Moment kommen. Glas wird relativ schnell verarbeitet. Unser Pulverizer ist ziemlich langsam. Aber das ist nichts, was ich jetzt in nächster Zeit ändern werde, denke ich mal. So, zwei Leadstone Energy Cell Frames. Und dann brauche ich noch sechs Photovoltaic Cell 1. Dafür brauchen wir sechs Mirror. Und die haben wir nicht. Okay. So, jetzt brauche ich nochmal drei. Das heißt, ich brauche noch mehr Glas. So, da haben wir noch mehr Glas. Kein Problem. Und irgendwo haben wir auch Lapis. Ich bin der Meinung, ich habe Lapis aus dem Nether mitgebracht. Aber das haben wir noch gar nicht verarbeitet, ne? Kann das sein? Ich glaube, das haben wir noch nicht verarbeitet. So, da kommen jetzt Mirror rein. Und dann brauchen wir Lapis. Nether Mithril Ore. Kein Lapis? Nee, wir haben Lapis in der Strip Mine gefunden. So war das. Ich brauche ja nur wenig. 6. Und wir haben 30. Großartig. So, das kommt jetzt da rein. Und dieses System wird natürlich die Photovoltaic Cell exportieren und versuchen, in den Furnace zu packen. Nee, er wird sie nicht in den Furnace packen, er wird sie in das Basin packen. Guck mal, das ist leider kein Block, sondern nur ein Item. Und da ist es in dem Casting Basin. Sehr sinnlos. Es ist unglaublich, Mann. Bau das mal ab hier. Echt, das ist mir jetzt zu doof. Gott im Himmel, ist mir das zu doof. So. Und wir brauchen scheinbar wirklich nur ein einziges Lapis. Ich hatte jetzt nicht auf das Rezept geguckt. Ja, wir brauchen nur ein Lapis. Wunderbar. Gut, dann können wir das jetzt eigentlich schon bauen. Würde ich behaupten. Machine Frame Basic, Leadstone Energy Cell Frame, da kommen die Solar Panel, die draußen stehen. Und da haben wir unsere Photovoltaic Cell 2. 1. Natürlich 1. Habe ich 2 gesagt? Ha, ich Dummerchen. So, wir holen jetzt von draußen noch die Solar Panel und dann haben wir 2 Mark 3 Solar Panel. Und die erstellen dann 128 Redstone Flux pro Tick. Und das ist wahrscheinlich deutlich mehr, als ich jetzt am Anfang brauchen werde. Das ist cool. Das ist gut. So. Und der ist immer noch voll. Donnerwetter. Wo hat denn der seinen Strom herbekommen? Es ist doch Nacht. Egal, nicht so wichtig. Da kommen die Photovoltaic Cell noch hin. Ich habe sogar noch eine übrig. Und da die Solar Panel. Und da haben wir Solar Panel 3. Generation 64 Transfer 512. Wunderbar. Die kommen da nach draußen. Vielleicht funktionieren die ja auch in der Nacht mit weniger Effizienz, könnte ich mir vorstellen. Nein, Light Level 0. Moment, Light Level? Light Level 0. Nee, er geht tatsächlich auf Tageslicht. Da bringt es nichts, wenn ich eine Torch hinstelle. Tragisch hätte sein können. Efficiency 0. Was gibt es denn für Updates? Gar keine. Hier kann man irgendwas reintun, aber was? Vielleicht kann man da so ein Augmentation reinbauen. Das würde mich erstmal interessieren. So. Ignis Extruder Batch Size. Okay, das ist was anderes. Redstone Furnace Specialization. Null. Nullifier. Processing Speed. Power Output. Secondary Transmission Coil. Ich werde mir kurz eine reinschieben und es ausprobieren, ob es reingeht. Nee, es geht nicht rein. Also, weiß ich jetzt leider nicht, sehr merkwürdig. Vielleicht kommt ja auch von Solar Flux etwas. Ja, da sind welche. Efficiency Upgrade. Increase the amount of Redstone Flux generated by 5%. Decreasing returns to scale. Decreasing returns to scale. Was? Maximum 8. Generates more RF in low light environments but less in full bright. Nee, das ist doof. Distributes energy to one additional connected machines. Okay. Increase the transfer rate by 10%. Increase the internal capacity. Accumulates energy to heat vanilla furnaces. Nee. Okay, Efficiency Upgrade.
Oh, die sind teuer. Ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Wir bekommen noch Photovoltaik Cell 2 mit Clay. Nee, das lohnt sich nicht wirklich. Das ist eigentlich zu teuer. Gut, dann lassen wir das mal bestehen. So. Und dann machen wir hier mal wieder zu.